Hallo und herzlich willkommen zu Beholder 2. Hier bin ich wieder. Es geht weiter. So, wir müssen da mit dem Drogenkurier was machen. Mal schauen. Was willst du? Le Gros hat mich geschickt. Hast du was für mich? Hier ist dein etwas. Sei vorsichtig, Mann. Die Wachen sind keine Fans von diesem Zeugs. Ah, der hat mir das gleich so gegeben. Mist. Da wird doch gleich der Detektor losgehen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Zeug ja ablehnen. Packung in Le Gros. Kann man das nicht irgendwie wegwerfen? Kann man das irgendwie wegschmeißen? Ich will das nicht haben, das Zeug. Gut, wir haben ja gespeichert, wenn wir auf den Platz gekommen sind. Wenn das jetzt kacke ausfällt, dann tun wir das natürlich laden. Also ich lade es dann einfach mal. Es kann jetzt nämlich scheiße zu stehen kommen. So, wo ist denn die Wache? Kümmert der Wache was? Kann man da was machen? Ah. Okay. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Nee. Tschüss. Wenn wir jetzt da wahrscheinlich durch den Sensor gehen, dann sind wir dran. Ich guck mal. Zeig. Ja. War klar. Halt. Hab nichts getan. Deck da. Gegenstand hat Hinrichtung. Okay, wir könnten unsere Autorität. Nee, wir zahlen gar nichts mehr. Laden dann gleich nochmal. Zahlen nichts. Verhörzimmer oder nicht? Ja, jetzt ist es vorbei. There are a lot more das fährste Gericht der Welt. Es gibt mehr Polizeiautos in Helmer als Krankenwagen, sodass alles sofort wegen Redgrave da waren. Die Polizisten verweigern sich nicht das Vergnügen, deine Tasche zu bequillen, dein Kopf gegen die Tür auszuschlagen und ihn wie einen Mehlsack hineinzuwerfen. Okay. Aus Respekt vor den Leistungen seines Vaters schlugen sie Ivan mit ihren Schlagstücken nicht der Öffentlichkeit. Stattdessen warteten sie, bis sie hinter verschlossenen Türen auf dem Revier waren. Redgrave, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hatte, beobachtete die Szene mit Gleichgültigkeit wie von weitem. Das Schicksal von Ivan Redgrave ist unbekannt, sein Name unter Millionen von ähnlichen Anschuldigungen verloren gegangen, verschwand unter Tausenden von bunten Siegeln, verflog unter Hunderten von Unterschriften anderer Menschen, verschwand. Seine Frau und seine Tochter erfuhren nie, als ob er erschossen wurde oder ob er in der Kälte der Arbeitslage zusammen mit Tausenden anderen üblichen Szenen starb. So, okay. Ja, das war's schon. Aber ich habe es jetzt extra mal gemacht, so, wir können natürlich laden. Checkpoint, nee. Platz, da müssen wir nochmal. Erzähler natürlich, weil ich wieder mal aufnehme. So. Jetzt kann der mir gestohlen kommen. Ich mache das nicht mehr. Diese Kacke hier annehmen. Ich könnte jetzt zahlen oder ich hätte bezahlen können, aber wir wollen aufsteigen. Ich möchte diesem Typ nicht weiter helfen, das ist nicht ein Drecksack. Ich habe das nur mit den Streichen, habe ich gesagt, naja, okay. So, jetzt wissen wir aber, dass die Wache was hat, aber erstmal möchte ich im Fundbüro mal nachgucken. So, da ist nichts drin, das hätten wir uns sparen können. Geht es? Ja, geht. So, ich lade es nochmal, weil das habe ich mir sparen können hier tatsächlich. Die Viertelstunde. So, warum ist denn der so wütend? Hat sie was gestört? Sie sehen verärgert aus. Ich brauche einen Partner. Sie haben keinen Partner? Wo liegt das Problem? Ich habe keinen Partner. Dann fragen Sie ihn mal nach einem. Ich brauche meinen Partner. Wo ist er? Zu Hause. Ich muss zu ihm nach Hause kommen, aber ich kann nicht gehen. Das macht mich wütend. Fragen Sie jemanden. Sie sind ein einflussreicher Mann. Niemand wird Sie abweisen. Würden Sie gehen? Darüber nachdenken und später wieder kommen. Ja, ich sage erstmal darüber nachdenken und später kommen. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Vielleicht später. Okay. Yep.
Holen Sie sich Überwachungskameras? Wie kann ich eine Überwachungskamera bekommen? Schreiben Sie eine Anfrage an die Sicherheitsabteilung. Sie werden dir eine geben. Wie soll ich denn das machen? Ja, Dings schreiben. Ich wüsste es gar nicht. Überreden. 1000 würde das kosten. Wenn ich einen Antrag natürlich schreiben können, mache ich das natürlich, aber beim Hausmeister eine kaufen, da brauchen wir halt auch Geld. Geld ist anders wichtig wie jetzt diese komischen Reputationspunkte. Ich wüsste halt jetzt wirklich nicht, wie man da einen Antrag schreiben soll. Und außerdem müssen wir sie noch anbringen. Ich habe gedacht, die machen das dann. Komm. Mir reicht eine mündliche Anfrage nicht aus. Genug für verantwortungsbewusste Mitarbeiter im Dienst. Verwenden Sie nur für arbeitsbezogene Geschäfte. Das werde ich. So, jetzt fragen wir hier nochmal. So, okay. Ich sag mal zustimmen. Nun ja, ich kann nicht wirklich Nein sagen. Mary's Nummer 10, das ist die Adresse. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Okay, neue Aufgabe. Ich weiß nur nicht, wo das ist jetzt. Warum haben wir jetzt trotzdem eine Viertelstunde Verbrauch? Ach egal, was soll's. Zum Haus des Partners gehen, 7 Tage die Woche. Gut, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, wir müssen jetzt einfach nochmal zum Chef sein Büro und so weiter. Den Automaten hacken da und ja gut, das machen wir zuerst, glaube ich. So, jetzt ist es wieder grün hier alles. Ja, jetzt haben wir halt wieder 1000 von diesen Reputationspunkten weg hier. Irgendwie vielleicht, naja gut, vielleicht machen wir doch dann diesen komischen Dings da am Telefon. Dieses Turnier da. So. Jetzt gehen wir erstmal und holen uns einen Schraubendreher. Ich hoffe, der ist noch da. Gut, wir müssen auch noch arbeiten. Wir müssen 500 Öcken abdrücken. So, gucken wir mal, ob der Schraubendreher noch da ist. Da ist die Kamera. Beobachtet sie was? Ja, da oben hängen ja auch jede Menge Kameras. So, dann gehen wir mal hier hin. Schauen wir mal, dass wir am Automaten umschrauben können. Hoffentlich tut es uns auch nicht gleich wieder hier. Automaten untersuchen. Das kennen wir. Auseinandernehmen. Du hast die Abdeckung des Netzteils erfolgreich entfernt. Okay. Jetzt. Ach, das kostet jetzt immer wieder noch was hier. Das ist ja gemein. Okay, Reaktor. Ah, den haben wir jetzt schon. Was haben wir da noch? Ausländische Uhr. In Valverde hergestellt. Besitz verboten durch Anordnung Nummer bla bla bla. Da ist noch ein Safe. Die Uhr. Also wir dürfen die ja nicht behalten oder... Besitz verboten. Wir könnten die aber irgendjemanden in den Tresor reinlegen, in den Schreibtisch. Ich wüsste auch schon fast jemanden, wo man das machen könnte. So. Oder hat uns da jetzt auch eine Kamera aufgenommen? Nee, hat uns nicht. So, ja, wir dürfen rein. Wir sind doch hier. Super Agent hier sozusagen. So, Serena, ich hab da was für dich. Über den Automaten sprechen. Hallo Serena, wie läuft das Geschäft? Na gut, okay. Von den Ergebnissen erzählen. Sie müssen nicht nach jemandem anderem suchen. Hier ist Ihr Reaktor. Jetzt haben wir 500. Jetzt können wir unsere Rechnung bezahlen. Oh, Sie sind ein Schatz. Vielen Dank hier für Ihren Aufwand. Was haben wir da bekommen? Ein Buch über Elektrik oder was? Vielleicht, wie wir billigere Elektrik dann bezahlen können. Also, so. So, okay, ja. Alles klar, was ist denn hier? Peter Dong. Hi, Peter Dong. Heilmittel haben wir doch noch nicht, oder? Okay, gut. Haben wir. Ich tue hier mal ein bisschen drüber fliegen, so über das Ganze. So, Nicholas Page hier, der Cage hier sozusagen. Warte mal, haben wir den Schraubendreher jetzt eigentlich noch? Ja.
Aber ja gut, wir legen den wieder in den Wagen mit Papieren. Sicher ist sicher. So, den Tresor muss ich noch öffnen. Neue Informationen. Brief war jetzt wieder nicht drin. Heimdall-Codes, jawohl. Jetzt haben wir schon 4 Informationen, 55 Codezeilen hier. Oder was auch immer, keine Ahnung, wie man das hier einschätzen soll. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ist der gerade in seinem Büro? Der. Nee. Der Marco ist nicht im Büro. Wir gehen mal rein. Ja, weil das ist ja egal. Wir können hier einfach eindringen, auch wenn er davor steht. So. Warum ist es durchgestrichen? Balkenschloss. Ach verdammt, der hat ein Balkenschloss. Dann gucken wir mal in seine Akten. So, okay. Aha. Sternchen. Da tritt er jemanden. Ich bin der Arme. Armee. Ich bin der Armee. Macht keinen Sinn. Urlaub. Okay. So, was hat er für einen Brief? Geld. Von olegraumoneybags.com. Wir haben das viele Male besprochen, aber ich kann mich wiederholen. Wenn du willst, du wirst kein Geld von mir bekommen, bis ich sehe, dass du dich anständig verhältst. Ich möchte ein paar wichtige Ergebnisse sehen. Meine Bedingungen bleiben gleich. Heirat und habe Kinder. Oder werde befördert. Aber bei deinem Fleiß ist eine Beförderung wohl ausgeschlossen. Also warte ich auf meine Enkel. Aha. Old LeCraw. Old. Ach, Old LeCraw. Ach, sein Vater wahrscheinlich. So, Informationsdienst waren aber mal die Zukunft des Handels. Okay. In Hinsicht auf mehrfache Anfragen unserer Mitarbeiter wird das Ministerium alle internen Kantinen schließen und diese durch Warenautomaten ersetzen, die eine große Bandbreite an Gütern anbieten. Dosennahrung, Socken, Kugelschreiber, Schraubenschlüssel, Taschentücher, Sexualkundebroschüren und viel mehr. So. Emma Dings, das ist die Massennachricht, okay. Bei dem haben wir nämlich noch gar nicht reingeguckt gehabt. So, jetzt wissen wir auch mehr über den. So, aber der Typ hat einen Balkenschloss und haben jetzt hier extra hier das ausgegeben, um zu erkennen, dass wir hier einen Balkenschloss brauchen, hier die Fähigkeiten. Das ist natürlich doof. Hallo Marco. Was wollen Sie über Streicher an Dong reden? Ich habe eine tolle Idee für einen Streich. Jeder weiß, dass Dong verrückt nach Emma ist. Wir müssen ihn das ausnützen, Mann. Das machst du, überrede Hesser, Dong auf die Toilette mitzunehmen, um mit ihm rumzumachen und dann zieh seine Hose runter. Das wird zum Schreien sein. Ah, nee. Lass mal. Ich denke, das geht zu weit. Da mache ich nicht mit. Hast du Angst, du Feigling? Du enttäuscht mich. Das bleibt an mir hängen irgendwann, ey. So, okay. Schönen Tag noch, dir auch. So. Nee, also das bleibt an uns hängen. Dann geben wir erstmal die Uhr, bevor wir das mit dem Balkenschloss kennen, tun wir die mal hier rein. Falls ich das dann vergesse irgendwann, ich hoffe, dass der Wagen hier nicht durchsucht wird irgendwann. Die Wirkung von elektromagnetischen Feldern. Ah, Energie sparen, 45%. Das ist gut. Wir müssen ja gucken, wo man sparen kann. Also ich sage auf jeden Fall, der Beholder 2 ist viel, viel besser wie der erste. Und dann nicht immer zeithetzend. Man hetzt zwar immer Zeit hier entgegen, aber trotzdem. So. Ja, Schlange, ich warte. Später. So. Aktenschrank geht jetzt dann immer, da brauchen wir 8 Stunden für. Das müssen wir auch irgendwann machen, vielleicht ist noch ein Tresor drin. So, die Magda Rakovic, können wir mit der was machen? Alles sprechen. Nach dem Chef fragen könnte man noch einmal, aber oh ja. Ferguson muss ein strenger Chef sein. Ich rede mit Mitarbeitern, nicht mit den Führungskräften. Okay. Aha, das haben wir auch wieder hier, okay. Kompliment. Achso, das mag sie eh nicht. Über das Wetter. Sonnig werden. Meteorologie, die wissenschaftliche Begründung für falsche Vorhersagen, okay. Ja. Sie glauben nicht an Vorhersagen, ja. Eine Vorhersage ist, was sie erwarten und das Wetter ist etwas, das sie bekommen.
Ich sehe keinen Grund für müßige Erwartungen. Nach Ihrer Arbeit? Mögen Sie Ihre Arbeit? Arbeit soll man nicht mögen. Arbeit muss man erledigen. Aber trotzdem. Ich bin Mr. Fergusons Sekretärin. Ich hoffe, ich muss Ihnen nicht erklären, was diese Position mit sich bringt. Ich entscheide, ob Sie alleine wieder gehen können oder von den Wachen weggeschleppt werden, weil Sie Leute von Ihrer Arbeit abhalten. Okay. Über die Familie können wir nochmal schwätzen. Magda, haben Sie eine Familie? Junger Mann, findest du nicht, dass du dich, dass dich rein gar nichts angeht? Ich habe nur versucht, höflich zu sein. Höflichkeit ist gut organisierte Gleichgültigkeit. Wenn du so weitermachst, werden dich alle hassen. Ah, okay. Also, ciao. Tschüss. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir beim Chef da was machen können. Wir kloppen erstmal. Also gut, mit Klopfen kommen wir immer rein, wenn wir das mit der Zeit machen. Ist das vielleicht, dann ist das er nicht da ist. Ich weiß es nicht. Pete Ferguson, komm, wir reden aber mit dem. So, okay, sprich mir über die Partyvorbereitung. Redgrave, wo verdammt nochmal warst du? Hast du meine Aufträge ausgeführt? Ja, Genosse Ferguson, es ist alles bereit. Nur das Beste, das Frischeste und das am wenigsten Ausgefallene, wie sie bestellt haben. Exzellent. Oh, ich traube auch ein paar Mädchen auf. Stell sicher, dass sie freizügig sind. Okay, ich muss jetzt der Mädel auftreiben, ganz gut. Was meinen sie? Du brauchst Gleichgewicht? Du musst sowohl deinen Körper als auch deinen Geist entspannen. Wie wär's damit? Hol eine langbeinige Blondine. Eine natürliche. Wie dieser Modelle aus dem Haus der patriotischen Mode. Und die andere genau das Gegenteil. Eine schöne mollige. Da hat man dann was davon. An dem man sich festhalten kann. Okay. Sonst noch was? So, ich frage nochmal nach der Etage. Bitte erzähl mir von dieser Etage. Habe ich sonst nichts zu tun? Wie schafft es der erste Stock, alle Quoten zu erfüllen? Schließlich kommen immer mehr, aber die Zahl der Mitarbeiter ändert sich nicht. Der erste Stock? Ich bin der Einzige, der hier etwas tut. Ich arbeite mit den Fingern blutig, während diese Faulenzer in ihren Kabinen herumliegen. Der erste Stock ist die Grundlage für das gesamte Ministerium und ich werde beweisen, dass es ohne mich nicht schaffen. Was nicht schaffen? Das geht dich nichts an. Okay, da haben wir das bekommen. Warum arbeitest du nicht? So, was haben wir denn da wieder für eine Aufgabe bekommen? Spielen. Escort finden? Was? Ich soll einen Ford Escort finden? So. Ja gut, vielleicht sind die Drogen auch gut, dass der kommunikativer wird, aber naja gut. Rufe Cunningham an. Okay. Ach, wir haben jetzt... wir haben die Aufgabe fertig. Wir können dann Cunningham von daheim ausrufen, aber das kostet ja wieder Geld. Geld meine ich. Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Ja, wir haben daheim immer zu wenig Zeit. Ich will ja gern auch noch lesen. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt haben wir mal das 1:30 hier. Ein bisschen später. So, okay. Jetzt können wir auch rein. Was kann man jetzt machen hier? Ist der jetzt da? Ah, jetzt ist er weg. Jetzt können wir einen Tresor. Den können wir... Ah, der hat bestimmt auch ein Schloss, oder? Warte, wir machen folgendes. Ich speichere mal kurz ab. Durchgestrichen, ja. Ne, Balkenschloss ist das, okay. So, wie können wir jetzt hier eine Kamera installieren? Der hat auch ein Balkenschloss, ne? Ne, Vaterland-Terminal hacken. Balkenschloss. Wie bringe ich jetzt hier eine Kamera an? Das ist alles für die Katz hier. Wie mache ich denn das jetzt? Kann mir das jemand verraten, wie ich jetzt hier in dem Büro eine Kamera anbringen soll? Ich
hier nochmal gucken. $10.000 bringt das. Installiere die Kammer in Fergusons Büro. Wie soll ich denn das machen? Aber ich kann doch die nirgends hier anbringen. Ohne dass ich jetzt, die müsste ich ja da am Schreibtisch irgendwie installieren, aber ich kann ja da nichts machen. Oder gibt es hier noch mehr? In dem Büro? Ah! Ah! Da ist eine Statue von dem Führer. So, wir installieren die Kamera hier. Aufgabe aktualisiert. Ja gut, wäre ich jetzt nicht hin. Gut, und dann machen wir mal Salut hier. So, meinetwegen. So, was haben wir hier? Ah, einen Punkt gekriegt. Ach, wenn wir das machen, kriegen wir einen Punkt oder was? Tatsächlich. Da kann man aber lang hier salutieren. Wenn wir da 9 Stunden haben am Tag und jetzt dann, wenn wir eine Stunde salutieren, dann haben wir 30, das sind dann 30 Minuten weg hier. Ne, das sind dann, Quatsch. Das wäre 5, 1, 10, 2, 20, das wären dann 6 Mal sozusagen, das wären 6 Punkte und jetzt dann mal 9. Naja, da wird man nicht so arg schnell erfolgreich. Jetzt wissen wir es tatsächlich. So, den eigenen Chef jetzt hier mal belauschen. So, 5 Stündchen hätten wir noch. Warte mal, können wir jetzt die Hatza ansprechen? Ist der noch ein Chef nach Hemnitz? Flirten? Nee. Bringt uns nicht weiter. So, was will der Legrand? Der will was von der Toise. So, warte mal, wie viele Punkte haben wir denn allerweil wieder? Da haben wir nichts. Ambitioniert und eingebildet. Dann Legrand haben wir 50 schon mal. Emma Hatza haben wir nichts. Peter Dong haben wir nichts. Cunningham haben wir nichts. Rakovic, da haben wir wieder. Okay, 75. Ja, schon bei 125 wieder. Ja, es lohnt sich eigentlich schon, oder? Für die Viertelstunde. Ja, komm. Anonymer Dienst, ja, Informationen über Kollegen einreichen. So. Ach, und wisst ihr was? Wir nehmen jetzt am Wettbewerb teil. Das ist mir jetzt egal. So, teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch, Even Red Brave. Sie wurden ins Promotionsprogramm Tapper 4 aufgenommen. Eliminieren Sie 3 Kollegen aus der Teilnehmerliste, um auf der Karriereleiste nach oben zu klettern. Ihre Kollegen müssen ihre Kandidaturen freiwillig oder gewaltsam von der Liste streichen. Befolgen Sie Anweisungen und melden Sie die Verstöße Ihrer Rivalen um einen Bonus zu erhalten. Hoffentlich erreicht Ihre Karriere neue Höhen. Okay. Gut. Das geht ja nicht, ne? Oder müssen wir das dann am Telefon machen? Mit dem Melden. Kann man jetzt mit der über den Wettbewerb sprechen? Ne, können wir nicht, okay. So, jetzt machen wir folgendes. Ich speichere nochmal ganz kurz ab. Gehen wir ans Telefon. Ich will nochmal wissen, ob man das dann melden kann. Okay, nee, geht nicht. So, dann lade ich das jetzt nochmal. F9. Ich habe ja schnell gespeichert. So, nee, weil sonst gibt man da was für umsonst hier die Dings aus. Peter Dong. Ja gut. Oder Dung. Wir könnten heute auch früher gehen und könnten, ja, aber wir kriegen wahrscheinlich neue Rechnungen. Einmal arbeiten wir heute und dann gehen wir heim. Weil wir brauchen Kohle für den nächsten Tag bestimmt wieder. Ist halt immer so eine Sache, ne? Gibt's einen neuen Brief? Nein, gibt's nicht. So, 5 Formulare. Ich möchte Irwin Borkovic melden, das Kind meines Nachbarns. Was hat ihn der Junge getan? Er verdient sich zusätzlich Geld mit dem Putzen von Schuhen und verteilt absichtlich Schlamm auf den Wegen, die zu unserem Gebäude führen, damit er mehr Kunden bekommt. Das ist Betrug. Stoppen Sie ihn. Ja gut, das ist eine Beschwerde. Warte, eine Denunzierung. Ne, es ist eine Denunzierung. Aber Arbeit, oder?
Samstag ist, okay. Ja, dann kennen wir das. Es wird falsch sein. Ja, es wäre Ordnung gewesen, okay, alles klar. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, naja, Arbeit. Im Herzen unseres großen Volkes brennt ein helles Feuer, aber wir brauchen mehr Musik für unsere Seelen. Ich möchte einen Volkverein für Akkordeonspieler gründen. Wo bekomme ich eine Lizenz her? Ja gut, das ist Anfrage. Anfrage. Das ist Kultur und Sport wahrscheinlich. Samstags. So, 404. Fehler 404. So, drücken. So, war richtig. Na, mit der komischen Kultur immer. 50 haben wir jetzt bekommen, okay. Haben wir jetzt nicht noch mehr. Die Bänke im Park wurden gestrichen, aber niemand hat sich die Mühe gemacht, Schilder aufzuhängen. Meine Klamotten sind komplett ruiniert und meine Jacke klebt noch an der Bank. Ich hoffe, dass dieses Fehlverhalten schnellstens korrigiert wird. Das ist eine Beschwerde. Aber für was? Es wurde frisch gestrichen? Hm. Eigentlich Ordnung. So, samstags. Welches Amt hatten wir hier? Dann nehmen wir nochmal... Ne, 404 geht ja nicht mehr. Wir haben nicht mehr viel Ämter frei. 301, so. Ah, verdammt, das war sozial. Okay. Ich beantrage das Ministerium für Arbeit, die Verwaltung von Bank Nummer 12 aufgrund von Inkompetenz strafrechtlich verfolgt. Gestern wollte ich Bargeld abheben und mir wurde gesagt, dass die Leitung angeordnet hat, dass alle Geldanlagen in Kriegsanleihen investieren. Das kann doch nicht sein. Ich bin nur ein Kassier und selbst ich weiß, dass die Zeit, dass jetzt Zeit ist, um in Bergbauanleihen zu investieren. Was soll das sein? Eine Beschwerde? Beantragen, ja gut, Denunzierung, oder? Ich beantrage das Ministerium für Arbeit. Okay, dann ist es auf jeden Fall, ich sag einfach mal, Arbeit, das ist eine Beschwerde. Okay, wann ist das hier offen hier? Dann können wir das 550 nehmen, drucken. Ach nö! Es war eine Beschwerde. Aber weil ich halt tatsächlich beantrage, ja. Egal, heute gehen wir ziemlich leer aus. Meine Frau macht mich wahnsinnig. Seitdem wir den Familienfilm Für immer vereint gesehen haben, will sie Blumen und anderes blödes Zeug. Heult tagelang rum und verhält sich wie eine Verrückte. Ja, toll. Was soll ich denn jetzt machen? Gegen solche Filme muss etwas unternommen werden. Okay. Ist das jetzt eine Beschwerde? Beschwerde gegen Kultur und Sport? Keine Ahnung. So, wir nehmen mal das Amt. Das ist nicht da. Samstag hier, den noch. Ja, das war jetzt endlich mal wieder korrekt. Jawohl, das war's aber dann auch für heute, oder? Ja, keiner kommt mehr. Einmal bräuchte man noch nach Plan dann. Und ja. Jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde übrig und 2 Stunden. Aber ich habe ja gesagt, wir gehen dann nach Hause. Ja, wir gehen nach Hause. Vielleicht können wir auch noch den einen Typ da. So. Bis wir mal endlich da oben sind, das wäre auch geil, aber naja. Dann gehen wir mal wieder. Philipp. So, immer den Exit hinterher. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo ist das Haus da von dem einen Typen da? Ja, das können wir ja tatsächlich noch machen. Wir hätten noch ein wenig Zeit. Ansonsten natürlich das halt dann für Lesen und so weiter aufwenden. Und für Sonstiges, was geht. Der Drogenkurier kann mich mal. Klopft schon wieder jemand. Wer klopft denn hier ständig? Neue Rechnung. So, Tisch. Okay, das ist bald fällig in 2 Tagen. Wäschereirechnung. Was? Ich wasche mein Zeug selber. Na gut, dann. Das müssen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir nochmal 150, also nochmal 50 nachher und dann, ja.
Also wir können eigentlich nur noch arbeiten wie ein Bekloppter, ja. Außerdem müssen wir Legros anrufen hier. Ne, nicht Legros, den Cunningham. Rebecca Cunningham. Von höher und höher. So, Nummer wählen. James Cunningham anrufen. Hallo? Berichten Sie über Gespräche mit Kollegen von Ferguson. Okay. Ich habe mit meinen Kollegen über Ferguson gesprochen. Und was haben Sie herausgefunden? Nichts Ungewöhnliches. Sie erwähnen nichts, was gegen ihn verwendet werden könnte. Halten Sie die Augen offen. Wir müssen einen guten Grund für seine Verhaftung finden. Ja, vielleicht auch eine Party dann. Und diese Informationen über die Berichtszeile übermitteln. Sie könnten etwas mehr Ruf gebrauchen. Ja, haben wir halt nicht. Können wir sonst noch jemanden anrufen? Nee. Okay. Mit dem haben wir gerade telefoniert, da können wir nochmal anrufen. Genau, das ist sehr geil. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Ach, wir können hier ans Bücherregal. Ach so, ja, weil wir lesen können. Müssen wir dringend nachholen. So, wir gucken mal durch den Spion. Wer ist denn das? Ja, komm rein. Hallo, Evan. Ach, Kaspar Pullman ist das? Okay. Ich nehme nicht an, dass Sie die Katze Ihres Nachbarn unten gesehen haben, oder? Weiß, flauschig und anhänglich. Aber die Regen erlauben keine Haustiere. Sie lassen sich nicht leicht täuschen. Was meinen Sie? Kann ich Ihnen vertrauen? Entscheiden Sie das selbst. Sie sehen zuverlässig aus. Ich vermute, dass Mida in der Wohnung unter Ihnen eine Katze hat. Was ist der Mida? Das habe ich mitbekommen, aber Sie können jede Wohnung betreten, oder? Können Sie nicht nachsehen? Ich habe es oft überprüft, aber er versteckt sie gut. Wie auch immer, Ivan. Ich brauche nur einen Zeugen, der sagt, dass er die Katze gesehen hat. Mhm. Warum brauchen Sie einen? Nochmal, streng unter uns. Ich habe einen Freund, der bereit ist, doppelt so viel für die Wohnung zu bezahlen. Und wenn Sie mir helfen, werde ich Ihre Miete senken. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also haben Sie Katze Ihres Nachbarns gesehen? Aber gibt es wirklich eine Katze? Auf jeden Fall. Ich schwöre beim Leben meiner Mutter, dass ich habe sie selbst miauen gehört. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe es gesehen. Für ein bisschen weniger Kohle können wir mehr dann die Geschichte, weil wir weniger hier bearbeiten müssen. Ja, so meine Überlegung. Komm, ich habe es gesehen. Egal. Ich mag zwar Katzen, aber der Typ fliegt halt raus. Ja. Okay, ich helfe dir. Großartig, Evan. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ich habe bereits alles vorbereitet. Unterschreiben Sie hier, um zu bestätigen, dass Sie die Katze mit eigenen Augen gesehen haben. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Und das, was ist mit mir? Alles zu gegebener Zeit, Evan. Rabatt mit Preis 10%. Naja gut, das sind ein paar Öcken, aber nicht viel. Konversion beenden. Auf Wiedersehen. So, klack. Jetzt haben wir 350. Warte mal, da können wir doch die Rechnung bezahlen noch. Dann haben wir das nämlich auch fertig, die Wäschereirechnung hier. So, 200 Öcken haben wir noch. So, jetzt können wir nochmal hier zur Tür gucken, was wir für Sachen haben. Zum Partner der Wache gehen, da brauchen wir 3 Stunden. Gute Gesellschaft für Pete Fering, aber 3 Stunden. Nach dem Händler, denn verdammt, das kostet alles so viel Zeit, ey. Da müssen wir mal früher von der Arbeit heim. Aber okay. Dann gehen wir mal zum Partner der Wache. Da haben wir noch ein Stündchen übrig. Können wir immer noch die Serie uns reinziehen. Schmutzige Straßen, zwielichtige Gestalten in den Hauseingängen und der übermäßige Gestank der Armut. Das Haus der Wache befand sich am Rande der Stadt. Anzeichen von Reparaturarbeiten deuten darauf hin, dass der Eigentümer versucht, sich um das Haus zu kümmern. Du hältst vor einer angeknacksten, aber dennoch stabilen Eichentür. An die Tür klopfe oder eintreten ohne zu klopfen. Wir sind vorne, wir kloppen mal, oder?
Ein riesiger, unrasierter Mann kratzt den Bauch unter seinem T-Shirt und öffnet die Tür. Trotz seines bedrohlichen Aussehens wirkt er freundlich und lässt dich herein. Es ist innen etwas feucht, überall sind Flaschen und Zigarettenkippen und der Geruch von Armut liegt in der Luft. Ein paar Kinder mit kurzen Haaren schauen aus dem Hinterzimmer und verstecken sich aber sofort. Ihm sagen, warum du hier bist, natürlich. Naja, das ist ja... Ne? Sobald du die Wache erwähnst, die dich geschickt hat, beginnt der Mann die Stirn zu runzeln und mit den Zähnen zu knirschen. Er sagt, dass er diesen Idioten nicht helfen wird und dass er ihn mal kreuzweisen kann. Nur anscheinend ist er nicht in der Stimmung für ein aufrichtiges Gespräch. Gut, wir können jetzt verlassen oder mit ein bisschen was hier machen. Komm, wir wollen hier mal ein bisschen weiterfragen. So, was? Ein kleines bisschen Druck war alles, was nötig war, um den Mann dazu zu bringen, dir alles zu erzählen. Bevor er Wachmann wurde, arbeitete er als Schuldeneintreiber für einen hiesigen Gangster. Als sein Chef getötet wurde, bekam er einen Job bei den Wachen und begann, beschlagnahmte Gegenstände zu verkaufen, um seine Spielschulden zu begleichen und um Alkohol zu kaufen. Alles lief gut, bis sein neuer Partner davon erfuhr und drohte, alles zu erzählen. Also musste er zu seinem üblichen Geschäft zurückkehren, die Schulden aus armen Bastarden herausquetschen und wenn sein ehemaliger Partner ihm einen anderen schickt, wird er es bereuen. Du dankst ihm für die Information und du verlässt das Haus. Okay. Das war also das. Gut, jetzt hätten wir noch, wir können da auch einmal ins Haus. Warum? Was bringt uns das eigentlich? Naja gut, das macht uns nichts. Dem Händler den Marktwitsch erzählt hat. Das müssen wir auch mal irgendwann machen, aber wie gesagt, das kostet halt alles Zeit und außerdem brauchen wir da Geld. Gut, wir gucken mal noch in die Klotze rein. Oder machen wir das heute auch nicht. Auch wenn die gratis ist, eine Stunde ist trotzdem Fitsch. Nee, machen wir nicht. Nee, wir sparen uns die Kohle. Oder generell die Stunde, wir lesen lieber noch ein bisschen was. Ja, wegen der Viertelstunde ist jetzt Käse hier natürlich. So, wir können ja sonst nichts anderes. So. Hier, Heimatterminals. Später wird wahrscheinlich irgendwann noch kommen, eben, dass man Chef seinen Terminal knacken kann. Wir lesen das mit der Wasserversorgung natürlich. So. Ja, die 45 Minuten, die können wir jetzt leider nicht mehr investieren. Zu wenig Zeit, obwohl... Ach, das wäre doch besser, wenn wir... Was machen wir jetzt mit 45 Minuten noch? Das ist... die Zeit kriegt man wahrscheinlich nicht, oder? Ja, gut, wir legen uns in die Falle. Heute haben wir viel gemacht. Hallo? Wir legen uns in die Falle. So, der 12.05. Der Typ steht ja immer noch da. Also es wird dann nur aufgefüllt. 8.15, okay. Gut, Leute. Also heute mal eine längere Folge. Dann sage ich mal wieder wie immer meinen Spruch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann natürlich Like und Kommentar da lassen. Wer will, kann natürlich auch ein Abo da lassen. Es wäre sehr lieb von euch. Ich sag dann auf jeden Fall Tschüss, bis denne, euer Lego.